süß. Und da steht auf mich. Ernsthaft? Was soll das denn heißen? Ich kriege jede Menge Angebote. Nein, ich meine, ein Kellner mit Haremshose und Holzkettchen und mindestens noch 10 Jahre jünger. Mindestens. Du bist ja bloß neidisch. Geh mal weg. Weil er dich ignoriert hat, morgen gehe ich da wieder frühstücken. Morgen? Ich dachte, du fährst heute zurück nach Düsseldorf. Warum soll ich denn da? Ja, also ich habe die nächsten Tage sehr wenig Zeit. Also eigentlich gar keine. Mach gar nichts. Du würdest ihn sowieso nur verjagen, so wie ich dich kenne. Also ich muss jetzt in die Klinik. Da komme ich mit. Wozu? Alte Bekannte begrüßen. Kommst du? Die Polypen in ihrer Blase haben sich als harmlos erwiesen. Die Gewebeprobe war unauffällig. Es empfiehlt sich, trotzdem zu operieren. Denn es besteht ein gewisses Restrisiko, dass die Polypen mit den Jahren doch noch entarten. Wenn Sie einverstanden sind, könnten wir das zeitnah in Angriff nehmen. Übermorgen hätte ich noch OP-Kapazität. So schnell? Wenn Sie schon mal da sind. Also lassen Sie es mich wissen. Und was hat er gesagt? Harmlose Polypen. Ja, das ist doch super. Ja. Wenn's stimmt. Na ja, klar stimmt es. Warum soll er lügen? Um mir die Wahrheit zu ersparen. Nein, so ein Quatsch. Wie bei meinem besten Freund, der letztes Jahr gestorben ist. Der Arzt hat immer gesagt, alles nicht so schlimm. Dabei wusste der ganz genau, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hatte. Ja, aber Dr. Kamensky kann man wirklich vertrauen. Also der würde schon sagen, wenn was ist. Mit dem Eingriff kann es ihm offenbar nicht schnell genug gehen. Oder er will nur den OP auslasten. Ja, genau. Ich schmeiß eine Runde Kamillentee, hm? Ja. Wird schon alles gut sein. An der Kreuzung dort vorne verabschieden wir uns. Wieso denn? Weil ich keine Zeit habe, mich den ganzen Tag um dich zu kümmern und weil ich auch nicht möchte, dass du in der Klinik herumläufst und... Und dich blamierst? Und die anderen von der Arbeit abhältst. Wo du das gerade ansprichst, hast du vielleicht einen Job für mich? An der Sachsenklinik? Ja, ist doch dein Krankenhaus. Und ich bin schon so lange in Düsseldorf. Ja, wozu könnte man dich deiner Meinung nach an einem Krankenhaus gebrauchen? Außer als Patientin natürlich. Vergiss es. War eine blöde Idee. Du bist an deinem Krankenhaus vielleicht eine große Nummer, aber im Grunde genommen bist du genauso einsam wie ich. Wie kommst du denn darauf? In 5 Tagen nicht ein privater Anruf. Morgen frage ich das Holzkettchen, ob ich bei ihm schlafen darf. Ich schlage vor, wir versuchen es erstmal mit 2x30 mg Protopax. Wenn er darauf nicht anspricht. Roland! Ich hatte gerade einen Notfall. Ich melde mich. Roland, meine Schwester wurde gerade eingeliefert. Sie hat einen Unfall. Du musst bitte sofort kommen. Was ist mit Frau Dr. Globisch? Sie hat Dienst in der Notaufnahme. Ich möchte, dass du sie untersuchst. Bitte! Frau Marquardt? Tut das weh? Wo ist meine Schwester? Bitte jetzt mal nicht sprechen. Na endlich. Dr. Heilmann übernimmt ab sofort. Vielen Dank. Katja, das ist Dr. Heilmann, unser Chefarzt. Du erinnerst dich doch an ihn, oder? Er wird dich ab jetzt untersuchen. Guten Tag, Frau Marquardt. Hallo. Sie ist Bluterin, Hämophilie B. Wie ist denn das passiert? Der Typ ist mit seinem Scheißroller direkt in mich reingefahren. Der hat gar nichts abbekommen, ist sofort wieder aufgestanden. War aber ein Hübscher. Weißt du schon was? Hypoton, Tachykard, Becken stabil, Verdacht auf stumpfes Bauchtrauma, leichte Abwehrspannung. Danke. Alles Gute. Frau Marquardt, haben Sie sonst noch Beschwerden, Kopfschmerzen? Mir ist auch nicht schlecht. Ich bin gerade auf der Arbeit. Was gibt's denn? Hast du jetzt überlegt, was du nach deinen Sozialstunden machen willst? Ja, überlegt schon. Aber noch keine Idee? Nee, nicht so konkret. Pass auf, ich hab da nämlich einen Vorschlag.
Du kennst auch meinen guten Freund Alfons, ja, den wir mal in München besucht haben. Ja. Pass auf. Ich muss jetzt auflegen und ich kann dir diesmal wirklich kein Geld mehr leihen. Ich bin noch mitten im Dienst gerade und deswegen. Ich wünsche dir noch einen ganz... Hallo, hier ist Schwester Julia, eine Kollegin von Ihrem Stiefsohn. Was, wer? Ich will mit meinem Sohn sprechen. Ja, er, aber nicht mit Ihnen. Hören Sie auf, ihn ständig anzurufen und anzubetteln. Ist Ihnen das nicht peinlich? Er gibt Ihnen das wenige Geld, das er hat, nur damit Sie saufen können. Was? Wie saufen? Welches? Was soll denn das überhaupt? Hören Sie zu, es ist keine Schande, ein Alkoholproblem zu haben. Aber Sie sollten dagegen ankämpfen und nicht ständig Ihren Sohn anschnorren. Ich habe kein Alkoholproblem. Kriegen Sie Ihr Leben selbst auf die Reihe und hören Sie auf, das von Chris kaputt zu machen. Hallo? Chris? Ist ein bisschen bescheuert? Gut möglich. Nach dem CT sehen wir weiter. Du musst hier bleiben? Unbedingt. Bekomme ich ein Einzelzimmer? Also, das ist ja mal was ganz Neues. Früher in deiner Kommune, da habt ihr doch sogar alle in einem Bett geschlafen. Ja, aber die waren alle gesund. Naja, das ist wohl auch eher Auffassungssache, oder? Aber meinetwegen. Herr Brenner, würden Sie sich darum bitte kümmern? Ja. Gut. Mein Hut. Dein Hut. Roland, wie schlimm ist es? Das kann ich noch nicht sagen. Der Ultraschall war nicht eindeutig. Innere Verletzungen sind nicht auszuschließen, aber das wird das CT zeigen. Aber ist das nicht gefährlich wegen Ihrer Hämophilie? Innere Verletzungen sind in jedem Falle gefährlich. Wann wolltest du mir eigentlich sagen, dass deine Schwester keinen Anspruch auf Chefarztbehandlung hat? Und auch keinen auf ein Einzelzimmer? Weil das in dem Fall keine Rolle spielt. Katja bekommt die bestmögliche Behandlung. Die bekommen wir alle im Rahmen ihrer Versicherung. Das sind deine Worte. Du bist der Chefarzt. Du kannst aussuchen, welche Patienten du übernimmst. Ach, kann ich das? Wer hat mir neulich vorgeworfen, dass ich zu wenig Privatpatienten behandle? Zum Nachteil der Klinik, weil ich mich zu oft um ganz normale Patienten kümmere, die wie deine Schwester keine Zusatzversicherung haben. Siehst du, bei anderen tust du es doch auch. Sarah, die Regeln, die du aufstellst. Die Regeln stelle nicht ich auf. Die sollten auch für dich gelten. Heißt das jetzt, dass du Katja nicht behandelst, weil sie meine Schwester ist? Du drehst mir das Wort im Mund herum. Und wenn ich dich inständig darum bitte? Was hättest du vorhin tun sollen? Sie hat keinen Anspruch auf Chefarztbehandlung. Heißt das, ich bin wieder im Spiel? Ja, aber wenn irgendwas ist, Komplikationen wegen ihrer Hämophilie oder was auch immer, halt mich auf dem Laufenden. Wie war das CT? Da hat mir noch keiner was gesagt. Geht's dir denn ein bisschen besser? Nein. Weißt du, was ich überlegt habe? Ob wir Mama Bescheid geben sollen? Ach, bloß nicht. Die ruft hier jede Stunde an und macht die Ärzte verrückt. Das schaffe ich schon selber. Quatsch, ich bin ganz brav. Und soll ich Elvira anrufen? Vielleicht warten wir jetzt mal ab, was der Arzt sagt. Apropos, wo bleibt eigentlich Professor Heilmann? Dr. Heilmann. Ich möchte endlich wissen, was mit mir los ist. Mein Bauch tut verdammt weh. Wegen Dr. Heilmann. Du wirst jetzt doch von Frau Dr. Globisch weiter behandelt. Kein Chefarzt mehr? Wieso nicht? Das deckt deine Krankenversicherung nicht ab. Entschuldigung, dass ich nicht so reich bin wie du. Ich dachte, wenn ich in deiner Klinik lande... Du sagst immer meine Klinik. Das ist doch nicht meine Klinik. Und wenn der Chefarzt keinen Anlass sieht, einen Fall zu übernehmen, dann... Kann Dr. Heilmann dich etwa nicht leiden? Quatsch. Viel interessanter ist doch, warum du ausgerechnet auf Chefarztbehandlung bestehst. Findest du das nicht ein bisschen bigott? Auf der einen Seite wetterst du gegen den Kapitalismus, aber wenn es um dich geht, dann... Mitgefühl hattest du noch nie. Du auch nicht. Sarah, ich habe Angst. Meine Ärzte hier sind alle sehr, sehr gut. Also doch deine Ärzte. Katja. Schon gut. Fertig. Dankeschön. Bitte. Haben Sie schon die Bettwäsche bei Frau Herzig gewechselt?
Ja, klar. Und den Tee für Herrn Hilbert? Frisch gebrüht und serviert. Dann in 5 Minuten abräumen. Jawohl. Wissen Sie eigentlich, was mit ihm ist? Wieso? Also Dr. Kaminski sagt, er hat nur harmlose Polypen, aber Herr Hilbert glaubt ihm halt nicht. Und? Und ich dachte mir, vielleicht könnte man einfach mal in seiner Patientenakte nachschauen, nur um ihn zu beruhigen. Unterstehen Sie sich, ja? Die Aufklärung der Patienten obliegt einzig und allein dem Arzt. Sie mischen sich da nicht ein, haben Sie mich verstanden? Okay. Was ist denn hier los? Herr Haas hat vor, sich an seinem letzten Arbeitstag richtig unbeliebt zu machen. Vorletzten. Worum ging's denn? Ach, nichts. Wahrscheinlich kann er es einfach noch nicht abwarten, dass ich endlich weg bin. Oh, es gibt auch Leute, die werden dich vermissen. Ich zum Beispiel. Ja, und weißt du, was das Komische ist? Ich werde euch auch vermissen. Das hättest du nicht gedacht, ha? Nee. Also, als ich angefangen habe, dachte ich echt, wie soll ich denn das schaffen? Ja. Und dann hast du festgestellt, dass Helfen auch Spaß machen kann. Ja, also, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Also ja, es ist schon ganz gut, ja, mit dem Patienten und mit euch. Und was hast du jetzt vor? Ich suche mir einen Job. Aber nicht im Krankenhaus, oder? Witzig, habe ich auch schon überlegt. Echt jetzt? Als Pfleger? Nee, also Chefarzt wäre schon mehr meine Gehaltsvorstellung. Jetzt mal ernsthaft. Wenn du das wirklich willst, dann... Ich weiß es ja noch nicht so. Ich könnte Asu fragen, ob wir vielleicht eine Azubi-Stelle für dich haben. Herr Haas? Ja? Ja? Gut, dass Sie kommen. Ihr geht's plötzlich so viel schlechter. Sie hat große Schmerzen und wirkt irgendwie abwesend. Frau Marquardt? Frau Marquardt, darf ich mir noch mal Ihren Bauch ansehen? Oh! Oh. Frau Marquardt, wir müssen Sie operieren. Durch den Aufprall ist es zu einem Riss in Ihrer Leber gekommen, aus dem es jetzt blutet. Deshalb haben Sie auch diese starken Schmerzen. Wie schlimm ist die Verletzung? Das wissen wir erst, wenn wir aufgemacht haben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und wer macht den Eingriff? Der diensthabende Arzt, Dr. Bontano, glaube ich. Ich muss noch kurz was erledigen. Ich bin vor der OP wieder zurück. Ich bringe Sie jetzt in den OP. Schnell! Ja? Roland, hast du schon mit Frau Dr. Globisch gesprochen? Nein. Meine Schwester hat innere Blutungen, einen Leberriss. Kannst du sie operieren? Du verstehst es nicht. Die Entscheidung, wie und von wem Patienten behandelt werden, sollte für alle nach dem gleichen Maßstab getroffen werden. Heißt das, du lehnst ab? Nein, ich operiere deine Schwester. Alles medizinisch angeraten ist. Nicht, weil sie deine Schwester ist. Nach der Untersuchung dürfen Sie wieder essen und trinken. Bringen Sie Herrn Richter bitte zum Röntgen. Julia, könntest du für Chris ein kleines Abschiedsgeschenk besorgen? Du kennst ihn von uns allen am besten. Klar. Ich habe mir sowieso schon was überlegt. Super. Er hat seine Sache doch noch ziemlich gut gemacht, findest du nicht? Absolut. Er wird uns fehlen. Vielleicht muss er das ja gar nicht. Vielleicht könnte er bei uns Azubi werden. Du meinst, er will Pfleger werden? Mhm. Ich glaube, er wäre gar nicht so abgeneigt. Der Job hier macht ihm Spaß. Das heißt ja nicht, dass er daraus einen Beruf machen will. Das passt doch gar nicht zu ihm. Das denkt man vielleicht, aber wenn man ihn erstmal besser kennt, ist das gar nicht so abwegig. Ich weiß, er ist nicht der Ordentlichste und auch nicht der Fleißigste. Dafür ist er wenigstens nie pünktlich. Das muss er alles noch lernen, ja. Dafür hat er etwas, das man nicht lernen kann. Das richtige Händchen für Patienten. Ich nehme an, er weiß nichts von deinem Vorstoß. Hi. Hi. Könnte ich Sie mal was fragen? Also es geht um Herrn Hilbert. Hat er wirklich nur harmlose Polypen? Ich weiß, es geht mich nichts an, aber er hat halt Angst, dass Sie ihm was verschweigen, deswegen... Und Sie glauben, wenn es so wäre, würde ich Ihnen das jetzt sagen? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, wegen der Schweigepflicht und so. Brillante Analyse. Sie könnten ja aber nicken.
Also wie in den ganzen Filmen, wissen Sie? Also wenn er wirklich nur harmlose Polypen hat, dann nicken Sie jetzt. Schütteln Sie den Kopf jetzt meinetwegen oder wegen der Polypen? Zurück an die Bettpfannen, aber hopp, hopp. Ja. Hätten Sie eine Sekunde? Was kann ich für Sie tun? Ich weiß, das ist nicht der beste Augenblick, aber die Person, um die es geht, verlässt morgen die Klinik. Chris Haas. Anfangs gab es ein paar Probleme, aber dann hat er sich doch als ganz nützlich erwiesen. Keine Neueinstellungen. Auch keinen Auszubildenden? Ich dachte, Auszubildende machen mehr Arbeit, als sie einsparen. Grundsätzlich schon, aber nicht im Falle von Chris. Der Witz ist, dass er schon eingearbeitet ist. Jedenfalls teilweise. Sie wollen wirklich diese Flitzpiepe als Azubi übernehmen? Der wird doch nie im Leben Pfleger. Also, ich sehe das so. Ihr Vorteil? Azubis sind billig. Unser Vorteil? Chris Haas kennt das hier alles schon ein bisschen. Und wir müssen uns nicht vorwerfen lassen, zu wenig Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Ich denke darüber nach. Entschuldigen Sie bitte. Danke. Marquardt? Sie ist schon soweit. Gut, ich komme sofort runter. Hey, hier bin ich wieder. Hast du mein Schätzchen erreicht? Oh, Elvira. Ja, ich soll dich ganz, ganz doll von ihr grüßen und ich werde gleich nachher noch mal mit ihr sprechen. Sarah, falls ich nicht mehr aufwache. Denk nicht mal dran. Du hast die Kommune überlebt. Und diesen Typen mit dem Ziegenbärtchen, wie hieß der noch gleich? Pierre. Genau. Und dein Guru und die unzähligen Räucherstäbchen. Und nicht zu vergessen, unsere Mutter. Da überstehst du doch so eine klitzekleine OP. Außerdem operiert dich Dr. Heilmann. Oh, du hast dich für mich eingesetzt. Ja, das habe ich, aber es wäre gar nicht nötig gewesen, weil du gehörst jetzt zu den schwierigen Fällen, um die er sich kümmern muss. Super. Sonst kriege ich nie, was ich will. Ach, wenn es hart auf hart kommt, dann bist du doch immer eine Tapfere. Und sonst so eine Nervensäge. Sind Sie bereit? Wir sind auf alles vorbereitet. Sie bekommt Gerinnungsfaktoren verabreicht, um die Blutgerinnung zu unterstützen. Wir sollten anfangen. Wir spritzen Ihnen jetzt das Einschlafmedikament. Aus der Maske hier kommt nur Sauerstoff. Also dürfen Sie ganz normal weiteratmen. Ganz ruhig weiteratmen. Wir werden etwa 2 Stunden brauchen, vielleicht etwas länger. Ich rufe dich an, sobald wir fertig sind. Ich wasche mich ein. Sarah. Noch nichts über gesunde Ernährung. Du, ich muss dir was erzählen. Ich habe mit Asu geredet, ob wir vielleicht eine Azubi-Stelle finden. Verdammt, ich habe mein Portemonnaie im Laden noch vergessen. Ich beeil mich, ja? Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Viel Glück. Danke. Mann, Papa, was machst du hier? Du lässt mir ja keine andere Wahl. Was soll denn das vorhin mit dem Geld leihen? War diese Frau, die mich da beschimpft hat? Das war ein dummes Missverständnis. Ich habe jetzt gar keine Zeit. Es ist aber dringend. Ich muss Alphons bis morgen Mittag Bescheid geben. Okay, was gibt's denn? Du könntest in der Handelsschule in München anfangen. Ja, die nehmen einen normalerweise nur mit sehr guten Noten. Oder eben mit Beziehungen. Ich wäre sogar bereit, die Kosten zu übernehmen. Oh, Junge, jetzt überleg doch mal allein die Stadt. München. Ja, München ist bestimmt echt geil, aber ich habe doch keine Lust auf eine Handelsschule. Gut, was willst du dann? Ich finde es hier ganz gut. Was, du willst Arzt werden? Du hast doch kaum das Abi geschafft. Nicht Arzt. Pfleger. Weißt du, was ein Pfleger verdient? Nicht viel. Und? Und? Chris, diese Handelsschule, das wäre ein Sprungbrett für dich, für deine Zukunft. Jetzt tu mir den Gefallen und denk wenigstens drüber nach. Ja? Diese Chance kommt nicht noch mal. Okay, ich denk drüber nach, versprochen. Ja, und jetzt muss ich rein, sonst krieg ich Ärger. Ich melde mich. Morgen Mittag, lass mich nicht hängen. Ja.
Hey, hast du dein Portemonnaie wieder? Ja, ja, danke. Wer war denn der Typ da draußen? Welcher Typ? Na, der im Anzug, mit dem du geredet hast. Ach so. Weiß ich auch nicht. Irgendjemand, der wissen wollte, wie lange man hier parken kann. Ich bin auf der Kinderstation, ja? Entschuldigung, wissen Sie, wo ich Christopher Haas finde? Ich glaube, der ist auf der Kinderstation. Ah, Sie kennen ihn? Ja, wir sind Kollegen. Das trifft sich gut. Könnten Sie ihm das hier geben? Bitte von seinem Vater mit schönem Gruß. Mhm. Ja, danke. Und wer sind Sie? Hab ich doch gerade gesagt. Nein? Sein Vater. Aber nicht sein Stiefvater. Jetzt fangen Sie nicht auch noch mit diesem Stiefvater-Blödsinn an. Oder waren Sie das vorhin am... Schwester Julia. Ich saufe also den ganzen Tag rum und bettle meinen Sohn um Geld an. Hat Chris Ihnen das erzählt? Sie dürfen ihm nicht alles glauben. Also, schönen Tag noch. Danke. Neuer Tupfer? Eine starke diffuse Blutung. Saugen. Katrin? Druck ist sehr niedrig. Kein Wunder, sie hat mindestens 3 Liter Blut verloren. Lass dir Konserven nachkreuzen. Mach ich. Wir sollten nochmals Gerinnungsfaktoren substituieren. Läuft schon. Strom? Druck fällt weiter. Sie wird schockig. Ziehen Sie eine Ampulle Merotan auf. Und hängen Sie noch eine Infusion an, schnell. Tupfer? Na, Feierabend, okay? Kennt sich also mit dem Parken hier aus, ja? Du hast doch gar kein Auto. Ach so, ja. Ich nehm's ihm auch gesagt. War aber ein ganz schön langes Gespräch für so eine kurze Info. Findest du, ja? Lass mich raten, ihr habt über Handelsschulen in München gesprochen? Hier. Soll ich dir von ihm geben? Alle Achtung! Was sich dein Stiefvater alles so leisten kann? Allein die Karre, die er fährt. Aber Alkohol am Steuer? Da solltest du echt noch mal mit ihm reden. Es tut mir leid, ich hab da echt Mist erzählt. Mist erzählt nennst du das? Du hast mich von vorne bis hinten verarscht! Ich wollte dir die Wahrheit irgendwann sagen, aber irgendwie... Weißt du, was mein größter Fehler war? Dass ich nicht bei meinem ersten Eindruck geblieben bin. Du erinnerst dich? Julia? Julia, was ist los? Nichts. Was gibt's? Ich wollte dir sagen, ich habe mit Frau Marquardt gesprochen. Sie will sich das mit der Azubi-Stelle für Chris überlegen. Wollen wir es ihm schon sagen oder warten, wie sie sich entscheidet? Mir egal. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Weil? Nicht jetzt. Dann sollten wir die Sache wohl besser vergessen. Aber Ihre Hämophilie war doch bekannt. Und wir haben die erforderlichen Gegenmaßnahmen getroffen, aber aus irgendeinem Grund haben die nicht gegriffen. Und ihr kennt den Grund nicht? Noch nicht. So heftige Blutungen trotz Gerinnungsfaktoren sind äußerst ungewöhnlich. Und habt ihr die Blutung sicher stoppen können? Intraoperativ ja. Aber es besteht ein hohes Risiko für Nachblutung. Ich weiß im Moment nicht, wie wir reagieren sollen. Aber ihr müsst doch irgendwas tun können. Ihr Zustand ist kritisch. Wenn du dich doch nur von Anfang an um sie gekümmert hättest. Willst du mir jetzt eine Mitschuld am Zustand deiner Schwester geben? Willst du etwa abstreiten, dass ihr die Situation falsch eingeschätzt habt? Das will ich allerdings. In der Medizin liegt die Wahrheit nun mal häufig nicht so offen auf der Hand wie bei einer Kostenkalkulation. Gib doch zu, dass ihr was übersehen habt. Jetzt steh hier nicht rum, tu doch was. Schwesterherz.
Wie war die OP? Du lebst. Alles gut? Mach dir mal keine Gedanken. Du musst die Nacht noch überwacht werden und dann wird bestimmt alles wieder gut. Sag mir die Wahrheit. Ich bin nicht außer Gefahr. Noch nicht ganz. Ja, und jetzt denkt sie halt, ich habe sie nur angelogen, um sie auszunutzen, was ja auch stimmt, aber halt nicht nur. Ich wollte auch nicht, dass sie denkt, dass ich ein verwirrtes Papasöhnchen bin. Sie haben da einfach einen sehr bunten Punkt bei ihr getroffen. Ja. Die Zeit hier war echt schön. Sehen Sie mich im Anzug und mit Aktentasche unterm Arm? Sie haben sich noch nicht entschieden, oder? Wie sagt man so schön? Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri pfeift. Ja, es ist nur die Frage, wer hier der Schiri ist. Soll ich Dr. Kaminski holen? Oh, los, geht schon. Sicher? Ah ja. Uff. Die Schmerzen kommen und gehen. Sie machen Ihre Sache wirklich gut. Danke. Haben Sie jetzt noch mal mit ihm gesprochen, also wegen Ihrer Angst, er könnte Ihnen was verschweigen? Er war heute noch nicht da. Meine Schmerzen können doch nicht nur von so ein paar harmlosen Polypen kommen. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ja kein Arzt, aber Dr. Kaminski sagt seinen Patienten schon immer die Wahrheit. Ich muss jetzt leider los. Wenn Sie nachher gehen, sagen Sie doch mal Tschüss. Okay. Bis später. Frau Marquardt. Wir haben die Ursache für die ungewöhnlich starken Blutungen gefunden. Wir haben Ihnen während der OP Gerinnungsfaktoren zugeführt. Ihr Körper hat dagegen Antikörper entwickelt. Sie blockieren das Medikament und machen es komplett nutzlos. Ja, aber gibt es irgendwelche Alternativen, andere Medikamente, falls nochmal Nachblutungen auftreten? Die gibt es. Aber? Sie sind nicht in unserem Leistungskatalog. Was heißt das? Dass die Kosten für dieses Medikament nicht von uns getragen werden. Das Präparat heißt Haimadur. Eine Dosis kostet ungefähr 10.000 Euro. Sollten Sie erneut operiert werden müssen, sind 5 bis 6 davon erforderlich. Wie wahrscheinlich ist das? Wir sollten jetzt nicht über Wahrscheinlichkeiten diskutieren, sondern auf Nummer sicher gehen. Ich lasse Sie umgehend in die Uniklinik verlegen. Nein. Halten Sie sich bitte bereit, Herr Brenner. Moment mal. Stimmt das? Deine Klinik bezahlt dieses Medikament nicht. Ja. Wenn ich den Transport nicht durchhalte. Sarah, tu was. Du bist hier die Direktorin. Ich will hier bleiben. Das wirst du. Ich verspreche es dir. Ich kümmere mich darum. Und meine Schwester bleibt hier. Es liegt in der Verantwortung des behandelnden Arztes und der bin ich. Sie wird jede notwendige Behandlung bekommen und zwar hier. Du kannst dieses Heimatur bestellen und zwar sofort. Siehst du eigentlich, wie verlogen das ist? Und jetzt, Roland! Jeder andere Patient wäre verlegt worden, aber für deine Schwester setzt du sämtliche Regeln außer Kraft. Es ist mir egal, ob du das verstehst. Und wenn ich mich weigere, dabei mitzumachen? Ich will doch nur meine Schwester retten. Und zu dir habe ich das größte Vertrauen. Verstehst du das denn nicht? Ihre Schwester ist kollabiert. Frau Dr. Globisch meint, sie muss sofort operiert werden. Akute Nachblutung. Ich komme sofort. Ich kann doch jetzt nicht mehr in die Uniklinik verlegt werden. Transport wäre viel zu riskant. Ich gebe die Bestellung sofort raus. Roland! Wir schaffen das.
sieht's aus. Wir müssen anfangen. Ich kann das kaum noch verantworten. Wenn wir ohne das Medikament operieren, schafft sie es wahrscheinlich nicht. Und wenn wir nichts machen, hat sie erst recht keine Chance. Fragen Sie doch noch mal nach, ob das Präparat schon im Haus ist. Globisch noch mal, OP2. Ist der Pharmabote schon durch den Empfang? Danke. Wieso braucht er so lange? Keine Ahnung. Der Blutdruck fällt weiter. Roland! Wir fangen an. Pinzette, Schere. Ja? Nein, gleich in den OP. Danke. Na, kann man schon was sagen? Ich habe gerade erst angefangen. Warum warten Sie nicht in Ihrem Büro? Weil es so weit weg ist. Ich will ja da sein, wenn was ist. Das Warten vor dem OP. Die große Schule der Demut. Ja, ich wünschte, hätte ich doch nur... Schuldgefühl und Konjunktiv gehen oft Hand in Hand. Na, kommen Sie. Was wird das denn? Ein Tango wird's nicht. Ich leiste Ihnen Gesellschaft beim Warten. Bitte. Sie uns zwei Kaffee, Schwester? Okay, natürlich. Ich fand Ihre Schwester übrigens bei unserer ersten Begegnung vor ein paar Jahren recht amüsant. Also auf ihre spezielle Art und Weise. Ihre spezielle Art und Weise. Manchmal frage ich mich, ob wir dieselben Eltern haben. Sie sind sich ähnlicher, als Sie denken. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Keineswegs. Und worin soll diese Ähnlichkeit bitte bestehen? Ja, zum Beispiel in, verzeihen Sie den Ausdruck, aber in Ihrem Dickkopf. Ah ja. Ja dann, vielen Dank für Ihre Geduld mit mir. Wir haben noch nicht mal ein Abschiedsgeschenk. Ist egal. Danke und viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Herr Brenner. Alles Gute. Danke. Julia. Tschüss. Tschüss. Was ist denn da vorgefallen? Keine Ahnung. Stoppen. Das bedeutet nicht, dass sie über den Berg ist. Wir müssen abwarten, ob ihr Zustand stabil bleibt. Die nächsten 24 Stunden sind entscheidend. Und was glaubst du? Es gibt Grund zur Hoffnung. Ohne das Heimadur wäre sie wahrscheinlich nicht mehr zu retten gewesen. Ja, ich weiß. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Dranbleiben. Und mach lieber schnell, dass du hier rauskommst. Wollen wir nicht tauschen? Nee. Ach, es ist ja gut, dass ich Sie treffe. Ich habe mir das mit Ihrem Ausbildungsvertrag überlegt. Können Sie nachher in mein Büro kommen zum Unterzeichnen? Herr Manter hat schon alles ausformuliert. Ausbildungsvertrag? Wieso nochmal? Da bedanken Sie sich bei Frau Ritter. Die hatte sehr überzeugende Argumente. Ich weiß gar nichts von irgendeinem Vertrag. Sie haben also kein Interesse. Dann kann ich das Ding ja wieder vernichten. Danke, dass Sie meine Zeit und die meines Assistenten verplempert haben. Der Patient obliegt einzig und allein dem Arzt.
Kaminski sagt die Wahrheit. Ihre Polypen sind gutartig. Woher wissen Sie das? Aus Ihrer Patientenakte. Ich habe gerade diesen Befund zu Ihrer Gewebeprobe durchgelesen und da standen eine Menge Fremdwörter. Ja, aber immer stand keine und keine Hinweise auf davor. Wirklich? Ja, ich schwör's Ihnen. Ihnen glaube ich. Danke, jetzt bin ich beruhigt. So, jetzt versprechen Sie mir was. Ab jetzt glauben Sie auch Ihrem Arzt. Ich versuch's. Sie verlassen uns jetzt? Ja, mein Vater holt mich gleich ab. Also, München. Also München, ja. Vielleicht können Sie das hier brauchen. Als kleine Erinnerung, kannst du auch später aufmachen. Dankeschön. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Für das Medikament deiner Schwester vor der Buchhaltung zu vertuschen? Wie kommst du denn darauf? Dein Assistent war vorhin bei mir, wollte, dass ich ihm die OP-Dokumentation überlasse für die Geschichte, die ihr erzählen wollt. Das geschah nicht auf meine Anweisung hin. Ach nein? Und wie willst du die ganze Sache Weber erklären? Ich werde nicht zulassen, dass du die Kosten für dieses Medikament in anderen Posten oder Budgets versteckst. Also da hat Herr Manta irgendwas missverstanden. Du wolltest nicht, dass deine Schwester an die Uniklinik verlegt wird. Wenn jetzt dafür indirekt auch noch andere Patienten bezahlen müssen, geht das entschieden zu weit. Die OP-Dokumentation hast du heute Abend als Kopie auf deinem Tisch. Hey Doc, Herr Hilbert würde sich sehr freuen, wenn Sie mal bei ihm vorbeischauen. Er hat noch ein paar Fragen an Sie. Für dich immer noch Dr. Kaminski, Sputnik. Aber falls es dich beruhigt, ich bin auf dem Weg zu ihm. Alles klar, Doc. Chris, kommst du? Wir haben's eilig. Deine Mutter hat was für dich vorbereitet. Hat sogar schon angefangen, nach einer Wohnung für dich zu suchen. In München. Weiß sicher, dass das schwierig ist, aber wir finden schon was. Komm her. Das ist das Beste, was du tun kannst. Du wirst eine ganz tolle Zeit haben. Sicherlich viel Arbeit, aber auch jede Menge Spaß, verspreche ich dir. Ja, super. Wir sind sehr froh über deine Entscheidung. Alles komm, steig ein. Was ist das? Das hat mir ein Patient geschenkt. Aha. Eine Trillerpfeife. Abfahrt. Chris, wir müssen. Auf Wiedersehen, Papa. Was soll das heißen? Wo willst du hin? Zu meinem Job. Chris, wenn du jetzt gehst, und deine Entscheidung war doch... Dann wirst du in Zukunft auch ohne mein Geld klarkommen. Ja, bitte. Herr Haas. Hallo. Wo ist der Vertrag? Na, im Müll, wo sonst? Ich hab's mir doch anders überlegt. Ich unterschreibe. Ja, aber vorhin haben Sie doch gesagt... Ich will die Stelle unbedingt. Das haben Sie vorhin leider nicht gesagt. Okay, gut, Sie wollen jetzt wissen, warum ich den Job doch plötzlich haben will. Das wäre immerhin ein guter Anfang, ja. Ja, ich hab einfach gemerkt, dass hier das Richtige für mich ist. Und ich weiß, viele Leute halten hier nicht viel von mir und sie denken, ich wäre zu verwöhnt, unzuverlässig, respektlos. Ja, das trifft's schon ganz gut. Ja, aber das ist jetzt alles vorbei, okay? Jetzt gibt's einen anderen Chris, einen neuen, einen besseren. Also bitte, geben Sie mir noch eine Chance. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Bitte. Danke. Danke. Dankeschön.
Mir ist erst vorbei, wenn der Schiri pfeift. Schönen Tag noch. Gestern hast du mir sehr charmant gesagt, dass man mich in einem Krankenhaus nicht gebrauchen kann, außer als Patientin. Und jetzt habe ich sogar als Patientin Schaden angerichtet. Also hör auf. Du weißt, dass das nicht ernst gemeint war. Aber ich habe der Klinik geschadet, oder? Das spielt überhaupt keine Rolle. Danke. Und wenn du unbedingt hier arbeiten möchtest, dann... Das habe ich nicht so gemeint. Dann ist ja gut. Ich habe das nur gesagt, um dich auf die Probe zu stellen. Wie viel ich dir noch bedeute. An der Stelle habe ich ja wohl grandios versagt. Aber an anderer Stelle bist du meine Heldin. Katja. Und du kriegst wirklich keinen Ärger wegen diesem teuren Zeug? Ach, woher denn? Das ist doch mein Krankenhaus. Was ist das? Der Überweisungsbeleg meiner Bank. Als Beweis dafür, dass ich das Heimat-U aus eigener Tasche bezahlt habe. In Kopie. Für deine Dokumentation.